Ja, es geht um Sitzendorf. Und zwar ist die Veranstaltung, die Goldwasch-Veranstaltung in Sitzendorf, zu früh geplatzt. Also die ist richtig beendet worden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Ich habe dann bloß gesehen, wie eine Gruppe von Waschanfängern mit dem zuständigen Mann durch die Türe ins Schwimmbad reingegangen ist und dann war der Käse gegessen für mich. Aber anscheinend müssen noch viele andere zu früh dort gewesen sein, die wieder weggeschickt worden sind. Und einer der Leute, die vorbei oder weggeschickt worden sind, sitzt jetzt gerade neben mir, der Ralf. Ja, hallo. Ja, ich war viel zu früh da und wenn noch früher da war, war der altbekannte Querulant, der in Sitzendorf immer die Leute ärgert. Ich weiß noch, im letzten oder vorletzten Jahr, wo er uns mit Steinen beworfen hat während der Waschveranstaltung, was übrigens nicht erlaubt ist, allein schon deswegen, weil laut Wasserhaushaltsgesetz darf ja kein Sediment von außen ins Gewässer eingebracht werden. Ne? So viel dazu. Und er meinte heute Morgen, er wäre von der Gemeinde beauftragt, uns da quasi wegzuscheuchen. So nach dem Motto, seid ihr von der Goldlöcherei, dann weg hier. Ne? Könnt ihr direkt wieder einpacken. Vielleicht käme die Polizei und das Ordnungsamt und das Umweltamt und keine Ahnung, und die NASA oder sonst wer. Ja. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Verdirbt einem direkt die Laune. Ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, mich mit solchen Leuten da. Also ich weiß nicht, wenn der mir jetzt noch einen Tag auf den Sack gegangen wäre, jetzt mal Tacheles geredet, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ne? Er wäre von der Gemeinde beauftragt, was ich überhaupt nicht glaube. Er wäre von der Gemeinde beauftragt, uns da zu verscheuchen quasi, an einem Tag, wo offiziell eine Waschveranstaltung ist. Ja, was ich halt so krass an der ganzen Geschichte finde, ist Leute, die sich nicht einmal ausweisen, kommen und wirklich die Leute in Scharen wegschicken. Und das kann ja sein, weil es sind ja Leute, die fahren da 300, 400 Kilometer hin, buchen Übernachtungen im Ort und freuen sich auf die, oder 400 Kilometer, ja, und freuen sich auf die Waschveranstaltung. Und die Waschveranstaltung wird dann praktisch gelöscht. Ne? Im Keim erstickt, ja. So ist das. Sehr traurig. Ja, im Keim erstickt. Ja, und das ist schon beachtlich. Also bin mal gespannt, was die Szene da jetzt drauf sagt, wie die Leute drauf reagieren. Weil ja im Endeffekt, das ist praktisch wie so eine Art Tritt in die Eier. Ne? Also du, den Standort kannst du sozusagen löschen auf der Karte. Ne? Wenn wir es mal so sehen. Ich fahre da nicht mehr hin. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, wenn nochmal irgendwas hier vorfällt, weil ich habe keine Lust mehr mit der Polizei zu diskutieren, die mir ganz andere Gesetzesauszüge zeigt, die uns überhaupt gar nicht betreffen, die das Gewerbe betreffen, den gewerblichen Goldabbau oder Erzabbau, haben wir ja gar nichts mit zu tun. Wir sind Mineraliensammler fertig und ewig mit der Polizei zu diskutieren, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann gehe ich halt, ich gehe dann woanders hin. Ne? Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt ist hier wieder eine offizielle Veranstaltung, ja, wo er hinzu eingeladen wird. Dann kommen wir da an, ich war der allererste. Ich habe fast eine Stunde auf den nächsten gewartet. Dann kommt der Veranstalter an und meint so, ja, wir sind auf 20 Leute beschränkt. Mittlerweile waren aber schon 40, 50 oder noch mehr Leute da. Es kam auch immer mehr. Ja, und dann wurden die alleine waschen können, wurden einfach weggeschickt. Einfach so auf uns allein gestellt. Ich fahre hier 400 Kilometer hin, eine Tour, eine Strecke. Und übernachte hier 4 Tage, ne? Für nix. Naja, es ist halt sehr, sehr, sehr ärgerlich. Mich kriegt hier keiner mehr hin. Also nicht nach Sitzendorf. Dann sollen die halt verhungern, wenn sie vom Tourismus nicht leben können. Also, naja. Ja, eigentlich traurig, ne? Traurige Sache hier. Aber, ja. Schreibt eure Kommentare mal unten ins Video rein. Es ist auf jeden Fall spannendes Thema. Und wir bleiben am Ball und schauen, was da die nächste Zeit noch kommt. Ja, der Mike, der ist tatsächlicherweise auch Abonnent Nummer 1000. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Ja, und da drüben ist seine Rinne aufgebaut. Wir laufen mal hin. Ich bin auch sehr zufrieden mit der Rinne. Die Rinne legst du einfach hin, dann bist du fertig. Ist schnell ausgewaschen. Ich bin zufrieden mit der Bavaria. So, können wir mal gucken, wie sie läuft, die Rinne. Aber Zug ist genug drauf. Das reicht aus. Ja, wer ist da? Der Ralf. Hi. Ja, wir waren gestern auch Gold waschen, aber gestern hat man keinen schwarzen Sand drin. Das ist ganz phänomenal. 2-3 mm kann ich einfach so abbauen. Krass.
Kannst du haben. Schenke ich dir. Für deine Bemühungen. Also der Ralf schaut jetzt hier hinter diesen Stein. Der hat jetzt momentan nur die Pumpe im Einsatz, oder? Ja, so ist es. Okay. Also, ich war gerade ein Cleaner da machen, aber ich bin noch an der Oberfläche. Midnight Blue ist das Ganze hier, ne? Genau. Ja. Extra Farbe. Wo gibt es die zu kaufen? Die habe ich jetzt, die ist von Goldblitz. Goldblitz, ja. Okay. Also, es ist perfekt für Rot-Grün-Blinde. Also, jeder neunte Mann hat ja eine Rot-Grün-Schwäche, so wie ich. Also, ich bin fast rot-grün-blind. Und dann ist das echt die perfekte Farbe. Also, blau, also schwarz geht natürlich auch noch, aber schwarz, naja. Also, blau und grün könnt ihr vergessen, aber wenn man Rot-Grün-Schwäche hat. Aber dieses Mitternachtsblau ist echt fantastisch. Ne? Ja, ihr macht einen schnellen Clean-Out für uns. Clean-out. Ich zeige euch derweil hier mal mein neues Gerät. Also zum Umhängen, ne? Das ist hier die Snifferbeutel, ja. Zum Abklipsen und daran befestigt dieses Notfallset. Und dieses Notfallset mit Kompass, mit Pfeife, mit Thermometer für Wassertemperatur und eingebauter Lupe, um zu gucken, was man da drin hat, hängt mit um Hals. Und falls man sich mal irgendwo was tut, kann man um Hilfe pfeifen. Hat er ganz schnell auf den Fix gebracht. Ich hab gedacht, ich könnte schnell was zeigen. Naja, macht ja nichts. Wir schauen später einfach noch mal rein, was er macht. Nein, wir sind noch wegen da. Was, ne? So. Gut, alles klar, viel Spaß. Dann bis später. Tschö. Ja, ihr könnt es ja hier gut sehen. Im Bach gibt es hier einige Stellen, die ich mal anschauen möchte. Also zum Beispiel sowas hier. Das sind praktisch natürliche Goldfallen. Oder hier. Und da drüben gibt es natürlich auch noch welche. Und das schaue ich mir jetzt einfach nur mal mit der Pfanne an. Mit der Schaufel. Und später nochmal mit der Saugpumpe. Ja, schaut mal, was da Lustiges gelegen hat. Hier gleich neben meiner Pfanne. Das schauen wir uns doch gleich einmal an. Weil oft hängt sich Gold an Eisen ran. Ja, leider nichts, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Und guck dir das Ding an, was da drin liegt. Das ist es. So, hier ist nur oberflächlich. So weiter runter, umso schlechter. Das ist doch 2 Punkte, ne? Ja, hier und das ist 3D, das kannst du richtig anfassen hier. Interessant. Ja, und in welcher Tiefe hast du das jetzt gefunden? Ich schätze mal so 30 bis 40 cm. 30 bis 40. Okay. Nach 2 Stunden. Ja. Das ist klar, das ist weg. Cool. Ich habe eine Idee. Was ist das? Gelbes Zeug. Gelbes Zeug. Schwermetall. Schwermetall. Er hat den Fluss von Schwermetall befreit. Nach 2 Stunden ungefähr. Cool. Aber fast alles nur oberflächlich. Ja. Ja, ich muss jetzt mal meine Suchstrategie ändern. Ich habe jetzt ungefähr 20 Pfannen genommen, 20 Pfannen lang absolut nichts drin gehabt und jetzt gibt es eine Änderung. So, Planänderung. Ab sofort gibt es nur noch in die Rinne rein. Ja, mein Patent, was ich jetzt hier momentan anwende, ist folgendes. Ich schaufel vom Loch praktisch direkt in die Rinne rein. Ich stelle hier oben drauf die Pfanne so drauf. Dann wird von dem Loch da direkt reingekippt und dann mit einem Eimer hier das Ganze abgewaschen. So, jetzt habe ich ungefähr, ja, ich würde mal sagen,
4 so Kartoffelkörbe voll rausgemacht und jetzt mache ich mein Clean-Out und schauen wir mal, was drin ist. Jetzt ist alles reduziert. Ja, das Ganze wird jetzt aufgesaugt. Und dann machen wir noch ein paar Pfannen. Wir schmunzeln gerade darüber, weil ich habe vorhin 20 Pfannen voll am Fluss entlang prospektiert, ohne auch nur den kleinsten Erfolg zu haben. Ja, mindestens. Viele kleine, aber auch ein paar große dabei. Hier, hier. Echt top aus. Hier ist auch ein schönes. Ja, der Witz ist der. Es ist wirklich jetzt nur oberflächlich abgekratzt und reingeschmissen und durch die Rinne laufen lassen und wirklich... Also manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber wir haben tatsächlicherweise hier so eine Goldlinie entdeckt. Und zwar, wir haben praktisch angefangen hier an den Stellen. Dort wurde oberflächlich Gold entdeckt. Also so in der Tiefe von ungefähr so 20 cm. Da drüben. Der Kollege hat dann dort vorne in dem Loch eine größere Anzahl entdeckt. Dann dort und dort hinten auch. Also wenn man sich das Ganze so in so einer Linie anschaut, kann man wirklich sagen, hier ist dann die Goldlinie. Und das geht hier wirklich so einen Meter breit dadurch bis dahinter. Und es ist nur oberflächlich, also es ist ein reines angeschwemmtes Gold, also kein Tiefengold, sondern rein angeschwemmtes Gold, teilweise mit Stücken. Zeig mal deine Stücke nochmal ganz kurz. Das ist jetzt aus 3 Pfannen. Ja, 3 Pfannen. Machst du mal alles rum, dass die Luftblase hochgeht. Oh ja. 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 Flussgold waschen macht Spaß. Ja, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Und zwar, also wenn ihr da mal in so einer goldführenden Gegend seid und ihr wisst, dass das Gewässer goldführend ist. Wie schon gesagt, ich habe jetzt 20 sinnlose Pfannen, teilweise bis 50 cm tief da reingegraben, völlig für den Arsch, alles gar nichts drin gehabt. Und die Jungs haben hier vorne probiert und haben hier vorne 3-mal Erfolg gehabt. Da muss man dann ehrlicherweise eingestehen, okay, der eigene Weg, auf dem man ist, ist ein Holzweg. Man muss sich einfach dann den Gegebenheiten hingeben und bleibt dann dort, wo die anderen schon erfolgreich waren, weil ansonsten sucht euch einen Ast und es kommt nichts dabei raus. Naja, wenn er irgendwo mal Gold waschen geht, hier bei uns in der Nähe, nimmt auf jeden Fall das oberflächliche Material mit. Und wie ihr seht, ist da manchmal mehr drin, wie man denkt. So, jetzt ist
Zeit, einmal ein paar Felsspalten auszusaugen. So, das war's von mir vom Bach. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, setzt mir ein Abo. Gold in der Pfanne und man sieht sich im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.